Ich bin in Rumänien geboren. Das ist im Nordosten Rumänien. Es gibt zwei Moldawien in Rumänien. Es gibt das rumänische Moldawien, südlich von der berühmten Stadt Czernowitz oder Lipkani. Und es gibt dieses russische oder dieses moldawische, Basarabien, was gehörte zur Sowjetunion bis zu dieser Wende, ja. Und heute ist es, die bemühen sich, einen selbstständigen Staat dort zu haben. Aber eigentlich bin ich in Rumänien geboren. Meine Muttersprache ist Jiddisch. Bis 7 Jahre habe ich Jiddisch gesprochen. Ich habe sehr wenig Rumänisch verstanden. Aber dann in die Schule sind wir gezwungen gewesen, Rumänisch zu lernen. Habe ich dort auch Rumänisch gelernt. Ja, und wenn ich etwas über mich selbst sagen kann, was charakteristisch für mein Leben ist, dass ich bin ein unermüdlicher Vertriebener. Dieses Wort habe ich erstmal über unseren Staatspräsident, der bis heute Staatspräsident ist, Shimon Peres, über ihn hat der ermordete Rabin gesagt, dass er ist ein unermüdlicher Intrigant. Und ich mit Intrigen kann nichts anfangen. Aber wenn ich überlege meine Geschichte, muss ich sagen, schon von meiner frühesten Kindheit habe ich erlebt Vertreibungen. Und das ist das Charakteristischste für mein Leben. Oder vielleicht Selbstvertreibungen zum Beispiel. Jetzt bin ich so ein Wanderer. Aber in diesem Fall ist es eine sehr angenehme Wanderung. Dann zum Beispiel, man überrascht mich mit so viel, so eine fantastische Sache wie der Besuch in Linz. Das ist für mich überwältigend.